Im Videosblick von heute Morgen hatte ich versucht, mal einen Ausblick zu geben auf das Jahr 2021. Im Markeflüster heute Abend, da versuche ich mal einen Rückblick zu geben auf das, was ziemlich genau vor einem Jahr passiert ist, mit den Konsequenzen bis heute. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, da begann der Corona-Crash. Wir sehen hier einen Chart, einen Wochenchart des S&P 500, Capital.com by the way, und sehen, ja, Mitte Februar begann diese erste große rote Wochenkerze und dann ging es praktisch ungebremst unter sehr großer Volatilität nach unten bis Mitte März. Was war der Auslöser? Der Auslöser war, dass die Märkte so langsam kapierten, oh, das ist doch nicht nur ein chinesisches Problem. Ich hatte damals Hinweise erhalten von Zusehern, die extrem gut informiert waren. Die hatten auf der Watch Hongkonger Virologen, die dann mal Grafiken erstellt haben, was da eigentlich an Verkehr in Wuhan passiert, wohin die Eisenbahnlinien führen, wie viele Züge pro Tag fahren, welche Fluglinien wohin fliegen. Und hier sieht man zum Beispiel eine Grafik aus dem Januar 2020, welche Flüge geplant sind aus Wuhan in die Welt hinein. Das ging also vorwiegend erstmal nach Asien, aber auch Dubai, London, Paris etc. Und damals hat meine Frau gesagt, als sie diese Grafik im Januar 2020 gesehen hat, wir müssten sofort die Grenzen schließen. Das war allerdings damals überhaupt nicht vermittelbar. Da war das ein Problem in China, das hat niemand so wirklich interessiert, die Aktienmärkte hat es auch nicht interessiert, das war alles irgendwie sehr, sehr weit weg. Heute wissen wir, dass sich von Wuhan aus über die verschiedenen Flugplätze dieser Welt eben diese ganze Geschichte verbreitet hat. Und dann, das war der 23. Januar 2020, wurde Wuhan praktisch in den kompletten Lockdown versetzt, praktisch abgeschlossen, eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern. Aber für die Märkte wurde das Ganze erst ein Thema, als vor allem in Italien die Zahlen nach oben gingen. Das war am 23. Februar, also Mitte Februar, praktisch vor einem Jahr. Da merkte man, oh, wenn das Ding jetzt in Italien ist, dann ist das auch unser Thema, dann wird es auch nach Deutschland kommen, dann wird es überall hinkommen und das hat dazu geführt, dass die Märkte dann so massiv eingebrochen sind. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, und das finde ich sehr witzig oder sehr spannend, wenn wir uns jetzt mal den S&P 500 vergleichen vor einem Jahr, seit Jahresbeginn, also 1. Januar bis Mitte Februar 2020 und das mit heute vergleichen, dann ist der S&P 500 fast identisch, genauso viel im Plus wie vor einem Jahr, allerdings mit ganz unterschiedlichen Branchen, die gut laufen. Vor einem Jahr schlecht, Energie vor allem. Das ist jetzt der große Gewinner des Jahres 2021. Wir sehen, damals waren Utilities, also Versorger, waren ganz stark. Das sind jetzt eher diejenigen, die hinten dran bleiben. Warum bleiben sie hinten dran? Weil eben die Renditen für Staatsanleihen steigen und diese Utilities, diese Versorgeraktien sind meistens sehr dividendenstark und die leiden dann, wenn es andernorts eben auch wieder praktisch Renditen gibt, dann brauche ich keine Utilities mehr kaufen. Also wir sehen eine ziemliche Parallele, wir sind ziemlich genauso viel im Plus wie jetzt vor einem Jahr, allerdings lief das damals dann ein bisschen ungünstig in dem Folgemonat, das ist diesmal nicht sehr wahrscheinlich, dass wir einen solchen Einbruch erleben. Vielmehr sehen wir Aktienmärkte auf Allzeithoch oder ganz in der Nähe der Allzeithochs. Wir sehen Home Prices in den USA, Hauspreise in den USA, Allzeithoch. Wir sehen Corporate Bond Yields, also die Renditen, die Risikoprämien für Unternehmensanleihen auf praktisch Allzeittief. Wir sehen die Mortgage Rates, also die Hypothekenkreditzinsen, mehr oder weniger auf Allzeittief. Die sind jetzt in den letzten Tagen wieder etwas deutlicher angestiegen, weil eben die Renditen für Staatsanleihen steigen. Wir sehen die Inflationserwartungen so hoch wie seit 8 Jahren nicht mehr. Die Fed muss jetzt versuchen, die Nullzinsen beizubehalten und immer mehr Anleihen zu kaufen, um die Assetpreise da zu halten, wo sie sind. Und wir sehen, dass Bitcoin ein Allzeithoch erreicht hat. Dazu vielleicht gleich mehr. Und wir sehen vor allem, dass die Wachstumserwartungen geradezu durch die Decke schießen. S&P 500 Earnings Growth Outlook. Also wir sehen, da ist jetzt nach dieser Krise, die ja noch lange nicht vorbei ist, das sollten wir nicht vergessen, sind hier die Erwartungen geradezu riesig, so groß wie noch nie, viel größer als damals bei den Tax Cuts, bei den Steuersenkungen, die Donald Trump Ende 2017 hatte durchsetzen können. Und weil eben diese Wachstumserwartungen so groß sind, steigen vor allem Industriemetalle wie Kupfer auf neue Hochs, höchster Wert seit 9 Jahren. Also sehr viel Optimismus, sehr viel Glaube an eine gute Zukunft. Wir hatten heute gute Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, aber die Preise, die steigen so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.
Hier sagte eben jetzt Market, dass die Daten erhoben hat. Ja, also das ist praktisch der stärkste Anstieg, seit wir die Daten erheben, nämlich seit dem Jahr 2009. Und die Firmen versuchen jetzt eben diese Preise weiterzugeben an die Konsumenten, diesen gestiegenen Kostendruck weiterzugeben. Und ich habe jetzt vielerlei Menschen gesprochen, aus die mir gesagt haben, ja, wir haben einen wahnsinnigen Kostendruck und haben richtig das Problem, jetzt diese Kosten weiterzugeben. Das gilt vor allem für die Lebensmittelbranche. Da sind ja im Grunde ganz wenige Großunternehmen wie Lidl, wie Aldi, die dann auf viele Produzenten treffen und die Großkonzerne sagen, boah, nee, wir wollen die Preise aber nicht anheben. Das heißt, da kommen viele jetzt unter Druck und das ist eben vielleicht doch ein kleines Problem für die Aktienmärkte, wenn es nicht geschafft wird, die gestiegenen Inputkosten, die gestiegenen Kosten, die ein Unternehmen hat, durch Produktion, durch Rohstoffe, all diese Dinge, die man braucht, an die Verbraucher weiterzugeben, dann könnte das durchaus für die Margen ein Problem werden. Aber die Aktienmärkte interessiert das nach wie vor nicht. Warum auch? Wir sehen hier, dass wir die schnellste Erholung haben, die größte Erholung haben beim S&P 500 jemals nach einem Einbruch von mindestens 25%. Ganz dunkelrot hier die aktuelle Situation, enteilt weit allen anderen Szenarien, allen anderen Einbrüchen, die wir an den Märkten seit 1957 hatten. Und jetzt ist die Erwartung, da ist der Boom erst noch am Kommen, wie JP Morgan sagt. Ja, die Pandemie, die wird wahrscheinlich in 40 bis 70 Tagen zu Ende sein. Dann kommt der Sommer, kommt der Frühling. Wir haben 30 Billionen an globalem Stimulus. Wir haben rekordhohe Cashbestände der Haushalte, weil die eben weniger konsumiert haben. Die Kredite sind so günstig wie noch nie. Und wir sehen hier, wie das ansteigt, was da sozusagen sich auftürmt an einer Riesenwelle. Wird die in den Konsum gehen? Wird die Inflation steigern? Das ist die große Frage. Goldman Sachs, ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt, erwartet das der Peak des Stimulus und die Effektivität dann im zweiten Quartal kommen wird, möglicherweise dann auch dieses zweite Quartal mit den neuen Allzeithochs der Aktienmärkte, wie ich heute versucht hatte zu thematisieren. Aber was machen die Konsumenten erstmal draus? Die haben weniger konsumiert, aber nicht weniger spekuliert, wenn man so will. Jetzt sehen wir, dass praktisch der Margin Debt, also die Hebelung, die derzeit am Markt der Fall ist, so hoch ist wie noch nie. Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Also da sind viele Menschen am Start mit Optionen, mit Penny Stocks. All diese Dinge schießen ja durch die Decke und schießen, das sieht man dann auch bei den Brokerfirmen wie TD Ameritrade, Robinhood, E-Trade, wie sie alle heißen, Charles Schwab. Das sind massive Zugewinne, die diese Unternehmen verbucht haben, weil eben die Börse jetzt zu einem Volkssport geworden ist, könnte man sagen. Aber wie geht es eigentlich den Menschen, also den Durchschnittsmenschen? Und da ist die Situation erstaunlicherweise gar nicht so euphorisch wie eben an den Märkten. Wir sehen hier den Bloomberg Weekly Consumer Comfort Index. Also wie fühlen sich die Leute? Wie schätzt man so die eigene wirtschaftliche Situation ein? Wir sehen hier, da sind wir weit, weit entfernt von den Vorkrisenniveaus, also vor der Corona-Krise. Da ist noch ein riesiger Weg dahin und das liegt vor allem auch daran, dass wir sehen, dass zwar diese Menschen, die temporär arbeitslos waren, die also eine Zeit lang arbeitslos waren, aber dann wieder in den Job zurückgefunden haben, dass also die temporären Jobverluste deutlich zurückgegangen sind, aber was deutlich gestiegen ist und nicht runterkommt, das sind die permanenten Arbeitsplatzverluste. Wir sehen hier diese Grafik, die nach oben zeigt, hier das Gelbe, diese gelbe Grafik, die blaue geht deutlich nach unten, das sind die temporären, die gelben gehen nach oben, das sind die permanenten. Also immer mehr Menschen werden ausgemändelt aus dem Wirtschaftssystem, aus dem Arbeitsprozess, wenn man so will. Und wir sehen hier einmal diese Studie von McKinsey, die ich schon in anderem Zusammenhang gezeigt hatte, die sagt, jeder zehnte Amerikaner, jeder zehnte berufstätige Amerikaner wird sich bis 2030 einen neuen Job suchen müssen, vor allem in diesen Bereichen Office Support, also Bürounterstützung, wenn man so will, Customer Service and Sales, also das, was viel mit Kunden zu tun hat, im direkten Kontakt und so weiter und so fort. Und diejenigen Bereiche, die profitieren werden, das ist Health Aids, also Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten, im weitesten Sinne Health Professionals. Also all das, was in diesem Gesundheitssektor der Fall ist, ist expandierend. Und das merke ich auch vielerlei in meinem eigenen Umfeld, dass der Gesundheitssektor boomt, dass da gesucht wird, Gesundheitsämter etc., die haben eingestellt ohne Ende und das dürfte
ein Stück weit weitergehen. Möglich ist ja auch, dass wahrscheinlich durch diese Mutationen etc. dieses Coronavirus eben nicht verschwindet und wir bestimmte Abstandsregelungen, auch wenn die Wirtschaft wieder aufmacht, wenn Einzelhandel wieder aufmacht, wohl vielleicht in diesem Jahr gar nicht ablegen werden. Also möglicherweise noch doch ziemlich lange mit diesen ekligen Masken rumlaufen müssen, nach wie vor Abstand halten, nach wie vor den Leuten nicht die Hände geben etc. Das ist durchaus wahrscheinlich. Oder nicht unwahrscheinlich, ist zumindest eine Möglichkeit. Und wir sehen hier, dass solche Dinge derzeit in den USA schon zu beobachten wie sind, wie Food Lines, also die Leute stehen an bei Essensausgaben, Vaccine Lines, die Leute stehen an, um sich impfen zu lassen, Water Lines jetzt auch, Wasser ist derzeit ein Mangel, vor allem auch in Texas, Employment Lines, also wo Leute vor Arbeitsämtern stehen etc. Und Sven Hennig bemerkt hier, wir können Billionen in die Aktienmärkte pumpen, aber wir können eben das Problem mit Obdachlosigkeit, mit dem menschlichen Elend auch in den westlichen Wohlstandsnationen nicht wirklich lösen. Gleichzeitig fliegen wir zum Mars, wie jetzt kürzlich. Aber in Texas gibt es keinen Strom mehr. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Kommen wir noch zu dem, was vielleicht nächste Woche und heute eine Rolle spielt. Wir sehen hier den Optionsmarkt, respektive die Optionen, die verfallen. Etwa ein Drittel aller S&P-Optionen verfallen heute. Gut die Hälfte der Optionen bei Nasdaq und der Russell 2000. Wir haben jetzt praktisch extrem hohe Volumina, die jetzt hier der Fall sind. Und da ist die Frage, wenn diese Volumina jetzt aufgelöst werden, weil die Optionen verfallen, dann können die Market Maker ihre Hedge-Positionen auflösen, verkaufen, meistens eben verkaufen, weil sie den Kunden gefolgt sind, die fast nur Calls gekauft haben und dementsprechend sich dann durch physische Käufe von Aktien vor allem abgesichert haben. Das würde dann unnötig möglicherweise also dann in der nächsten Woche so ein bisschen ruckeln und zuckeln. Zu Wochenbeginn würde mich zumindest nicht erstaunen. Vor allem die Aktien Tesla, Amazon, Apple, Nvidia und Google sind hier die meist bietenden, wo also das größte Interesse ist. Danach kommt schon Facebook. Übrigens vielleicht eine interessante Geschichte. Facebook weigert sich ja sozusagen zu kooperieren mit den Behörden, zum Beispiel in Australien. Google ist dagegen bereit, hier Geld zu zahlen, wenn man bestimmte Inhalte hier auf der Plattform hat, wenn man die anbietet. Google ist da also durchaus schlauer vielleicht. Facebook weigert sich und sagt, dann schalten wir halt ab. Facebook dürfte dann der große Verlierer sein. Google dürfte dann der Profiteur sein. Das wird man vielleicht in den Aktienkursen bald sehen, aber wie gesagt, hier geht es ja eigentlich hier um Optionen und es geht abschließend noch um Bitcoin, das heute weiter gestiegen ist mit neuem Allzeithoch, hat das erste Mal jetzt 1 Billion an Marktkapitalisierung erreicht. Der Auslöser war eine Aussage von BlackRock, diesem riesigen Vermögensverwalter, ETF-Anbieter etc., dass man selber Bitcoin gekauft habe. Ich wollte nicht sagen, wie viel, aber ein bisschen was war es schon. Und wenn wir jetzt mal uns anschauen, wie lange es gebraucht hat, bis bestimmte Assets eine Billionengrenze erreicht haben, dann Bitcoin 12 Jahre, Google 21 Jahre, Amazon 24 Jahre, Apple 42 Jahre und Microsoft 44 Jahre. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Rückschau, vor einem Jahr begann der Corona-Crash. Der hat einen Monat gedauert, um und bei. Nachdem den Aktienmärkten klar geworden war, oh, das ist auch unser Thema. Die Aktienmärkte haben ja oft so ein bisschen eine lange Leitung. Die sagen, das geht schon so weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Und da spielt man dann etwas länger ein Spiel, was andere Märkte schon nicht mehr spielen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wird diese optimistische Prognose ebenso eintreffen, die derzeit ja Common Sense ist, die Mainstream ist? Da scheint nichts schief gehen zu können. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende und ich werde gleich an die Elbe gehen und für Sie den Schiffsverkehr an der Elbe am Hamburger Hafen beobachten. Da kann ich vielleicht sagen, das ist eine ziemlich traurige Veranstaltung. Man sieht kaum mehr Schiffe, das ist offenkundig. Naja, vielleicht ein Zeichen für den Niedergang des Hafens in Hamburg, während Duisburg zum Beispiel, wie ich gehört habe, ein großer Binnenhafen, extrem gute Zahlen hat. Aber das ist eine der spannenden Fragen. Wir haben ja diese massiv steigenden Frachtraten bei Containern, aber in Hamburg sieht man keine Containerschiffe mehr. Vielleicht sehe ich welche heute Abend. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis Montag. Servus und ciao.